Showtime. Ey, sollen wir nicht alle ein bisschen was machen hier? Wir sind nur noch vier Paare. Sollen wir nicht heute ein bisschen feiern? Oder wollt ihr echt alle pennen? Babu, glaubst du wirklich, ich bin beim Feiern nicht dabei? Du bist dabei, ne? Abfahrt, sofort. Ja, feiern, Drinks und Musik spendieren wir. Ey, heute ist ein geiler Abend. Ich liebe spontane Partys. Wir haben wirklich komplett abgefeiert. War auch ein bisschen hinter Shelly. Wir haben auch Spaß gehabt, da war auch Körperkontakt und so, aber irgendwie springt hier der Funke nicht über. Oder ich bin halt zu klein geraten. Ich weiß nicht, ich bin leider keine 1,90. Der Sam, der ist 1,95 groß. Und an mir wird sich halt einfach drangehängt, weil... Das ist der einzige Mann, der uns durch den Pool schiffen kann. Ich nehme die alle mit und es hat denen auch Spaß gemacht. Von daher war es eine lustige Sache. Nö, jetzt heißt es, we schlaf to entertain you. Denn für das, was die Teams morgen abliefern müssen, sollten sie sehr gut ausgeruht sein. Ey, ist aber Tore. Wir sind ein Schlafzimmer, aber ich gehe schlafen jetzt, okay? Ja, auf jeden Fall. Warte noch kurz, bitte. Nee, worauf denn? Auf mich? Ich gehe echt gleich ins Bett und denke mir so, geil, der Abend war einfach cool, ich kann ruhig schlafen. Wenn Salvatore stumm wäre, hätte das auch klappen können. Sam, mit wem willst du in einem Bett schlafen? Du hast jetzt freie Wahl. Du hast freie Wahl. Such dir einen aus. Da noch. Da, so. Ja. Das gibt Ärger. Was sagst du da gerade? Ich habe ein Bett getauscht. Für dich? Für uns. Für unser Team. Und machst du noch mal? Okay, mach. Ich schau meine Mutter, dann mach. Herr, was denn? Mach? Ach so, wo Sammy schläft. Ach so, dass du bei Shelly schlafen kannst. Ich? Was? Nein, das ist ja Quatsch. Calvo hat mich nie gefragt, hey Shelly, willst du bei mir schlafen? Dabei sollte er es belassen. Capitano, willst du tauschen? Was, wir tauschen? Nein. Willst du tauschen? Nein. Dann tausch. Tauschen, Junge, nein. Hallo, habe ich eigentlich auch noch Mitspracherecht? Oder verkaufst du mich hier gerade? Ich habe mit der Shelly gar nichts geklärt oder geregelt, dass wir in einem Bett schlafen. Davon war niemals die Rede. Ich habe einfach nur diesen Witz gebracht, weil ich einfach Sam damit so richtig Mann sein lassen wollte. Sam, sag du was dazu. Gerne. Sam, dein Wort zählt. Sam, dein mich, Wort in Gottes Namen. Also. Ich weiß halt, dass jeder neben mir gerne schlafen möchte. Deswegen aber, kann aber du, was machst du? Sam möchte neben Shelly schlafen. Wie entscheidest du dich? Ich bin bei Shelly. Sehr gut. Oh, mein Herr. Ja, ich würde sagen, du stehst halt draußen. Du stehst halt draußen, Kollege. Draußen. Denkst du, Luxus gehört heute dir? Draußen, Kollege. Wenn irgendwer was machen will, dann schmeißt bestimmt keiner mich aus dem Zimmer. Nur weil er Spaß haben will. Ich schmeiß mich aus meinem Zimmer raus. Weißt du, was ich meine? Du hast verkackt. Ich hoffe, meine Mutter sogar, dass du verkackt. Aus meinem Zimmer schmeiß ich mich raus. Weißt du, was ich meine? Aus meinem Zimmer. Hier drin kann ich keine Witze mehr machen oder sowas. Das funktioniert irgendwie hier nicht, weil es passiert nur noch Stress, wenn ich Spaß mache. Immer gute Nacht, schlaf gut. Okay. Zumindest in drei von vier Betten kann, Stand jetzt, mit einer guten Nacht gerechnet werden. Anders bei Babu und Salvo. Da bin ich einfach schlafen gegangen. Das war das Ding durch für mich. Aber anscheinend nicht für alle. Ja, so leicht kommt der Sprücheklopfer nicht davon. Ich mag auch gar nicht mit Streit einschlafen. Ich hasse sowas. Setz dich mal hin, bitte. Guck mal, das Ding ist, ich bin unten. Wir machen alle Spaß. Es ist alles gut. Du kannst nicht zu Sam sagen, wo willst du schlafen. Ach, das hat doch einfach nur so gesagt. Salvatore, weißt du, wie das ankommt für mich? Das war dass du mich abschieben willst, nein, weil du gerade Bock auf Shelly hast. Nein. Nein, du hörst jetzt bitte. Vertiefst dich jetzt voll in den Dingern. Ich vertiefe mich gar nicht, nirgends vorein. Das Ding ist einfach,
ich mag das nicht, wenn man so Aussagen tätigt und ich dann denke, dass ich woanders pennen muss, weil ein anderer Spaß haben will. Das sind aber Triggerpunkte bei mir. Junge, das kam so hart drüber, als wenn du neben Shelly pennen willst. Nein. Doch, Mann. Ich lieg doch hier. Ich sag dir doch meine Meinung, das kam so zu mir so rüber. Deswegen bin ich doch aggressiv geworden. Ich hab doch mit Sally. Willst du mich verkaufen, hab ich dir gesagt? Ich hab doch mit Sally nichts angefangen oder sonst irgendwas. Sarah, du verstehst. Du verstehst mich. Ich verstehe alles falsch. Ich verstehe alles falsch. Ich wollte mit dir nicht in einem Bett pennen. Wolltest du mit Shelly was machen? Nein, hab ich nicht. Wolltest du? Ich hab nicht und ich wollte nicht. Was ich sehr gut fand, Salvo hat sehr, sehr ruhig mit mir geredet. Das fand ich richtig gut, weil das brauche ich auch dann in dem Moment. Gerade noch mal gut gegangen. Ein Clip reicht hier nicht. Hier gibt's die ganze Folge auf Join kostenlos für dich. Keine Lust mehr, was zu verpassen? Dann kannst du hier ganz easy unseren Kanal abonnieren. Beauty and the Nerd in Thailand. Wir haben Spaß. Ihr auch? Dann klickt jetzt hier, um ein weiteres cooles Video anzusehen.